So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix mit mir, dem Hameisenkönig. Und ja, in dieser Folge wollten wir uns hier von Traverse aufmachen. Wir haben ja in der letzten Folge, irgendwas gemacht. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ohne Scheiße, ich habe vergessen, was wir gemacht haben. Wir kamen von Aladdin wieder, genau. Und haben uns ein Navi-Gummini einbauen lassen, glaube ich. Und ich dachte mir, wir reden mal mit Kit. Hey, das ging ja schnell. Jetzt wisst ihr es. Ich handle mit Gummisteinen. An eurem Gummijet zu arbeiten war eine tolle Sache. Das nächste Mal gebe ich euch großzügigen Rabatt. Kometgummi erhalten. Na los, nehmt es. Es ist ein besonderes Geschenk. Yeah, so, mit dem neuen Gummi. Hey, habt ihr da noch Navi-Gumminis? Ich wette, da soll ich euch einbauen. Ja, bitte. Scheint wieder nur ein halbes Navi-Gummi zu sein. Ihr müsst das Gegenstück finden. Alles klar. Yo. Was wollte ich sagen? Genau. Wir können hier von ihm aus zum Gummimenü oder halt Sachen kaufen für den Gummijet. Computer Stufe 3. Maximal 10 Jets. A 200 Steine. Kleine Werft. Wir können uns hier eine größere Werft kaufen. Gibt ja jetzt Größe 8. Ich glaube, die können wir uns kaufen. Schönen Dank auch. Ach nichts. So. Okay. Und dann mal schauen. Zum Gummimenü bitte. Habe ich mit euch überhaupt schon mal irgendetwas hier gemacht? Ich glaube nämlich noch gar nicht so wirklich. Oh doch, Bananarama, da war er dabei, als ich das Schiff erstellt habe. Doch, jetzt fällt es mir wieder ein. So, wir könnten jetzt einmal das Ding ein bisschen aufstocken, ne? Haben wir hier sicher noch irgendwas, und der richtig abgeht. Irgendwie so ein Kometgummi, davon haben wir doch irgendwas geschenkt bekommen. Ah, ein Meteogummi. Oh, das Meteogummi, das haut schon derbe rein. Ich glaube, das... Ah, davon haben wir doch sogar schon eins. Zwei Meteogummis. Oh ja, geil. So, wir hätten dann noch eine kleine Laserkanone, dann noch eine Blitzka... Ein Blitzka-Gummi. Oh, guckt euch das Teil mal an. Hammerhart. Eine mittlere Bordkanone. Ja, das ist halt eine große Bordkanone. Boah, geil, ey. Damit hämmern wir jeden um. Jeden. So, die kann ich hier noch überall einbauen, wo ich halt Bock habe. Ich glaube, ich bastle die mal hier so neben, oder? Ja, doch, okay. Was? Der Gummijet ist zu Waffen überladen. Ein leistungsfähigerer Computer ist nötig. Oh, Waffen überladen. Wie kann ein Ding überhaupt Waffen überladen sein? Na toll. Eintragen. Jawohl. So, haben wir wenigstens das Meteor-Gummi. Dann müssen wir uns wohl... Oder übel einen neuen Computer kaufen bei Kit. Naja, gut. Machen wir mal eben. Wenn das nicht so lange laden würde. Komm schon. Schneller. Was sind denn das für Ladezeiten hier bei einer PlayStation 3? Hallo? Zum Gummimenü. Das kann ich jetzt aber gar nicht. Nein! Ach, verdammt. Ich wollte doch was einkaufen. Ah. Das kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen. Da waren die Ladezeiten von der PS2-Version ja noch schneller. Und kürzer. So meine ich das. Verdammt. Ah. Oh. Habe ich mich gerade beschwert, wie scheiße die Ladezeiten sind. Und dann komme ich wieder. Nicht an den Ladezeiten. Drumherum. So, einkaufen. Einkaufen. Ja. Computerstufe 3. Komm, mach mal direkt den dicksten hier. Hab keinen Bock, da noch so viel rumzumurksen. Ach, nichts. So. Ich glaube, den Rest machen wir dann aber, wenn wir im Gummijet drinne sind. Ach nein, Quatsch. Doch, wenn wir aus der Welt hier draußen sind. Beim Tor zur Welt. Können wir nämlich direkt, nachdem wir fertig gebaut haben, ne, gebastelt haben, können wir dann weiter. So. Ich denke mal, da muss er ja Traverse nicht wieder neu laden, also das Gebiet. Das müsste eigentlich die Ladezeit erheblich verringern. So. Bananarama, Baupläne. Dann jucken wir mal. Ach nein, das ist. Ah, das ist das Tutorial, oder? Änderung in den Bauplan? Nein. Was denn? Nein. Hä? Nein, nein, nee, nein. Okay, nochmal. So. Ja. Ja, jetzt geht's irgendwie. Was ist das denn? Scherengummi, ein dekoratives Paar Handschuhe. Die habe ich ja noch nie gesehen. Gibt's die neu im Final Mix?
Ach ja, einer hat drunter geschrieben unter das letzte, oder eine unter das letzte, oder eines der letzten Videos. Und zwar hat er gefragt, wo denn der Unterschied läge zwischen dem normalen Kingdom Hearts und dem Kingdom Hearts Final Mix, dass er jetzt hier in die HD-Version portiert wurde. Und zwar ist das ganz einfach zu beantworten, wenn ich mich gerade konzentrieren kann, nachdem ich hier mal noch so ein paar dicke Gummis eingebaut habe. Ich habe die mittlere Bordkanone, na, die große wollte ich noch einbauen, ne? Jawohl. So, runter, runter. So, ja. Doch. Jawohl. Ah, jetzt geht's auch. Ah. Und zwar, das ist eigentlich dieselbe Version. Ja, bis auf ein paar neue Sequenzen und einen Secret Boss, der dazu gebastelt wurde, der dazu editiert wurde. Wieso hat man eine Final Mix Version rausgebracht, weil man sich, weiß ich, wahrscheinlich noch unsicher war damals, als man mit Kingdom Hearts rumexperimentiert hat. Man merkt allein schon im Vergleich zu Kingdom Hearts 1 und 2, weil Kingdom Hearts 2 so viel mehr Synchronsprecher hat oder mehr Sequenzen, dass die bei Kingdom Hearts 1 erstmal auch austesten wollten, ob das überhaupt was bringt. Disney mit Final Fantasy so vermixen, das kann nach hinten losgehen oder hätte nach hinten losgehen können. Deswegen haben sie hier erstmal nur rumexperimentiert, würde ich sagen. Und deswegen haben die wahrscheinlich nachträglich noch so ein paar Ideen reingebracht, die sie erst nicht umgesetzt haben. Wie zum Beispiel ja ein Secret Boss und so ein paar neue Sequenzen und ein paar neue Schlüsselschwerter und Waffen allgemein. Ein paar Items wie zum Beispiel jetzt diese Scherenhand, die kenne ich nämlich überhaupt nicht, die wir gerade hier im Gummimenü hatten. Oh, das sieht doch mal echt schnieke aus. Oh ja, habe ich nicht noch irgendwie so eine Bordkanone, die richtig reinhaut oder so? Komm schon. Sonst muss ich eben die Hand einbauen. Oh, eine Laserkanone habe ich noch. Wo baue ich die denn eine? Oh nein, jetzt ist das Schiff nicht mehr symmetrisch. Oh Gott. Das ist jetzt natürlich kacke. Moment. Oh, da kann ich es einbauen. Zap. Und zap. Nein! So, alles klar. Perfekt. Oh, jetzt ist das halt echt unschlagbar. Geil. Wie so eine. Wie so eine fliegende Festung. Alles klar. Und ja, das war es eigentlich bei den Unterschieden. Und das hier halt Final Mix, dass es das nur auf Englisch gab. Weil es nur in Japan und. Nee, weil es nur. Nee, Final Mix kam nur in Japan raus. Die haben da zwar, glaube ich, die englische Synchro drüber gelegt oder extra die englische Synchro genommen. Aber ich glaube, es kam nur in Japan raus. Oh. Ah, da müssen wir hin. Ja, okay, alles klar. Wir warpen uns erstmal nach Agrabah. Können wir machen. Ja, sonst gibt es eigentlich meines Wissens keine Unterschiede, aber ich habe ja auch nicht Final Mix vorher gespielt. Vorher immer nur das normale, sag ich mal, Kingdom Hearts. Aber ja, so sieht es glaube ich auch im Final Mix aus von Kingdom Hearts 2. Denn dort, soweit ich weiß, sind auch ein paar neue Sequenzen eingefügt worden und zwei neue Secret Bosse eingebaut worden, also geheime Bosse. Und ja, das wäre es soweit mit den Unterschieden zu Final Mix und dem normalen. Vielleicht fallen mir noch mehr Unterschiede auf im Laufe des Spiels. Ich kenne das Spiel ja fast auswendig, da ich es ja vorher hier komplett aufgenommen habe von der PS2-Version. Also, ja, wenn, dann sage ich euch Bescheid, wenn ich noch einen Unterschied feststelle. So, auf zur nächsten Welt. Mit unserem neuen, dick ausgerüsteten Gummischiff. Boah, ey, guckt euch das an. Ach du Scheiße! Oh, wow! Ich kann nichts mehr sehen! So viel Laser! Und wie viel Magie ich verballert. Guck mal rechts! Oh, das Blaue! Sterbt alle! Los! Oh, ich baller echt alles tot! Was ballert eigentlich? Ist das jetzt mein Meteor-Gummi oder mein... Ach, ich kann die eh nicht auseinanderhalten, die Gummis. Oh, es ist immer so, oh, wunderschön zerstören. Alles geht kaputt. Mann, geil. Boah. Okay, ja. Jetzt wird es langweilig irgendwie, aber... Ist schön anzusehen, oder nicht?
Oh, wir haben schon die Hälfte der Folge. Nein, keine Magie mehr. Die Hälfte der Folge damit verschwendet, unser Gummischiff zusammenzustellen. Aber ich hoffe, ihr vergebt mir. Weil nachher meckert irgendwer, nee, hätte das noch zeigen können. Wie, nicht meckern, hätte es sich gewünscht, dass ich zeigen sollte, wie ich das Gummischiff zusammengestellt habe. Weil es hier so richtig am Abballern ist. Boah, geil, ey. Ich kann jeden fertig machen. Jeden! Also wir sollten unsere Kämpfe eigentlich nur noch im Orbit hier vollbringen. Oder außerhalb der Welten, weil ich damit alles totballer. Wir brauchen noch kein Schlüsselschwert. Nur unser geiles Gummischiff. Ach, der schießt Raketen ab. Seht ihr das? Automatisch, wenn ich das gedrückt halte. Seht ihr das? Bam. Bam. Zack. Oh, geil. Genial. Jetzt weiß ich, was diese Kanone unten, ach ja, man sieht es hier nicht. Die eine Kanone macht, die ich halt angebracht habe. So. Oh, mir fällt ein, dass ich die Schere in der Hand vergessen habe. Verdammt. Aber wenigstens haben wir den Reifen drunter. Den Ersatzreifen, der sich mitdreht irgendwie. Und wo wir eh keine Reifen brauchen. Naja. So, jetzt müsste eigentlich die nächste Welt kommen. Ich bin mir aber noch unsicher. Moment. Vielleicht auch nicht. Sie könnte jetzt kommen. Könnte. Und ja, sie kommt. Was ist denn das? Was auch immer es ist gigantisch. Ein Wal. Ein Monstrum von einem Wal. Das ist Monstro. Der König der Wale. Und meistens schlecht gelaunt. Wow, abdrehen, Sora, abdrehen. Ich schaffe es nicht, wir werden verschluckt. Es ist wahr. Ich habe es selbst gesehen. Kann es sein, dass du es nur gehört hast? Wo ist da der Unterschied? Darin ist ein riesiges Monster. Okay, angenommen, da ist wirklich ein Monster. Glaubst du, wir beide können es besiegen, Sora? Na klar doch. Los, gehen wir. Da? Hörst du dieses Grummeln? Leise. Wir müssen vorsichtig sein. Siehst du? Es war nur der Wind, der die Geräusche gemacht hat. Oh Mann, ich wünschte, es wäre ein Monster. Warte, was ist das da drüben? Ein Fenster oder eine Tür? Geht nicht auf. Junge, mehr ist hier nicht. Was hast du an so einem öden Ort denn erwartet? Hey Sora! Wenn wir erwachsen sind, verschwinden wir von hier. Dann erleben wir richtige Abenteuer, nicht sowas hier. Klar! Aber willst du so lange warten? Beim Bürgermeister wohnt doch jetzt ein Mädchen. Hey, Sora! Ist alles okay? Was macht ihr da?
Wo sind wir überhaupt? Oh! Oh, ich glaube, dieser riesige Wal Monstro hat uns einfach verschluckt. Und das heutige Wetter? Voraussichtlich Schauer. Oh, heftige Schauer. Ah, wer ist da? Ich bin's. Ah, das ist nur Pinocchio. Pinocchio? Pinocchio? Pinocchio, wo gehst du hin? Pinocchio! Jetzt komm doch schon! Ihm nach! Schnell! Oh, die Musik ist so entspannt und auch so, oh, weiß ich nicht, so feindselig und mysteriös zugleich. Und aber auch freundlich. Oh, ich liebe die Musik von Monstro. Ja, wir befinden uns im Wal, im Innern des riesigen Wals, wie es bei dem Film Pinocchio so war. Ich habe Pinocchio leider noch nie gesehen. Doch, ich glaube als kleines Kind mal, aber ich kann mich nicht an ihn erinnern. Deswegen, ja, gilt es nicht als gesehen. Ach, verdammt. Und, ja, oh nee, das gibt's ja nicht. Die Steuerung ist natürlich wieder total genial hier, um Schätze zu bergen. Und, ne, schaffe ich nicht. Was hast du denn da, Pinocchio? Damit können wir hier rauskommen, Vater. Wirklich? Mit diesem Klotz, glaubst du? Bestimmt. Wie bist du hier gelandet, Pinocchio? Oh je, der Wal hat euch auch alle verschlungen, meine Güte. Ja, sieht so aus. Mein Name ist Geppetto. Ich bin Pinocchios Vater. Als wir getrennt wurden, habe ich überall nach ihm gesucht. Zum Glück sind wir wieder vereint. So, ihr kennt Pinocchio also ganz gut. Ich hoffe, er war brav in meiner Abwesenheit. Nun, wir hatten alle eine lange Reise. Richtig, Pinocchio? Pinocchio! Ah, oh, wo ist denn der Frechdachs Pinocchio denn wieder hin? Oje, oje. Ich habe ihm verboten, von ihr wegzugehen. So ein ungezogener Junge. Trotzdem hänge ich sehr an ihm. Oh, Geppetto, oh, wie traurig. Wir speichern erstmal und beenden hier die Folge. Denn, ja, was jetzt kommt, das ist noch etwas... Ah! Komme ich da hoch? Oh ne, ich glaube nicht, oder? Ah, verdammt. Ich kann es mal probieren. Nein! Ja, so schaffe ich es natürlich perfekt. Ne, jetzt kommen wir da noch nicht hoch. Was wir jetzt zu sehen bekommen, das würde ich mir gerne für den Anfang der nächsten Folge aufbewahren. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, auch wenn sie etwas öde war. Aber ja, in der nächsten Folge geht es richtig ab mit Action hier im Bauch von Monstro. Oh Gott, und ihr wisst nicht, wie viele Bäuche er hat. Ein Irrgarten an Bäuchen. Oh Gott, und ziemlich eklig. Ja. Ich bin Ameisenkönig, wir spielen Kingdom Hearts im Final Mix. Und wenn euch die Folge gefallen hat, drückt auf Gefällt mir unter dem Video. Und dann sehen wir uns in der nächsten. Tschüss.